Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Folge Assassin's Creed Odyssey. Diesmal gibt es keinen kleinen Clip-Vorspann, denn wir befinden uns immer noch in derselben Quest wie in der letzten Folge. Und zwar schwäche die Athener, damit die Spartaner die vertreiben können aus Megaris. So, in der letzten Folge haben wir die Athener geschwächt, indem wir die Festung Geraneia, ja, gestürmt haben. Ja, was heißt gestürmt? Wir sind dreimal draufgegangen oder zweimal draufgegangen. Und wir haben dort die Staatskasse geplündert. Das hat die ordentlich geschwächt. Wir brauchen Stufe 10, um den Anführer der Athener zu bekämpfen. Ja, der Anführer ist jetzt angreifbar und das werden wir jetzt auch sofort tun. Die Nebenquests interessieren dabei jetzt erstmal gar nicht. Ich bin diese Woche ein bisschen aus meinem Upload-Zeitplan herausgekommen. Es ist im Moment sehr stressig, viel Arbeit um die Ohren. Ich werde aber alles Mögliche daran setzen, das in Zukunft beizubehalten. Ich arbeite auf jeden Fall dran. Ich hoffe, diese Folge gefällt euch. Vergesst da nicht zu liken, eventuell noch zu abonnieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ist selbstverständlich kostenlos. Wir starten sofort mit unserer Mission nach meinem Intro. Viel Spaß. Nun denn, der Anführer ist jetzt angreifbar. Ist nur die Frage, wo der ist. Auf jeden Fall werden wir mal unser Pferdchen holen. Los, Babas. Der ist so dermaßen schick, war. Also, der gefällt mir. Finde und töte den Anführer. Weißt, wir müssen den auch noch finden, die Knalltüte. Nebenbei können wir auch mal zwei Athener bekämpfen. Also noch zwei. Da hat er mich echt vom Pferd runtergeholt. Astrein, sehr schön. Achso, das hat ja auch einen gewissen Grund. Ja, hier steht auch noch ein Fähigkeitspunkt. Quests. Wir können die Athener auch schwächen, indem wir einfach Soldaten, ne, töten. Athener töten. 19 von 20 habe ich schon. Den einen werden wir nebenbei noch klar machen. Hauptmänner geben natürlich, ne, senkt die Startstärke noch schneller, steht ja auch da. Aber während wir den suchen, den Anführer, machen wir hier ein paar Kleinigkeiten. Ne? Warum denn auch nicht? Wir lassen das auf jeden Fall aktiviert. Und jetzt werde ich mir erstmal meinen Fähigkeitspunkt geben. Wie sieht das denn mit dem Gift aus? Vergiftete Angriffe. Weise diese Fähigkeit zu, um sie zu nutzen. Für 15 Sekunden richten Nahkampfwaffen und Standardpfeile Giftschaden an. Wenn die Giftanzeige deiner Gegner voll ist, werden sie vergiftet. Die Vergiftung verursacht eine Zeit lang Schaden und schwächt Rüstung. Schadenswerte des Gegners. Ja, sauber, Alter. Bewerben wir direkt mal. Erwerben. Und auf Viereck zuweisen. Warum denn auch nicht? So, ich wollte mal auf der Karte schauen. Was ist das? Hyrkanos der Gerissene. Er befindet sich aber nicht in Megaris. Gut, werden wir im Megaris einfach mal hier die Fragezeichen aufmachen und dann sehen wir einfach mal weiter, ne? Da bist du ja. Einmal Fragezeichen bitte. Ja, komm, komm. Querfelein. Der verfallene Tempel des Apollon. Apollon? Ich sollte vorsichtig vorgehen. So, so, wir haben auch direkt mal einen von diesen Knalltüten vor uns. Dort geht es auf jeden Fall eine antike Tafel, die wir sich haben. Einen Schatz und den Banditenanführer. Ja, das sind jetzt Banditen, ne? Das sind jetzt keine Soldaten. Aber das ist ja auch egal, das werden wir mal ganz schnell erledigen hier. Hoffentlich. War das in Ordnung? Das war doch astrein, Alter. Ein Kopfschuss wird dir nicht töten. Dein Schuss und
Gut, wir werden mal unsere neue Fähigkeit ausprobieren. Komm her. Ah, vergiftet die Leute. Astrein. Boah, mit den Deutschen ist der verdammt flink unterwegs, war. Also das ist echt nice. Also richtig nice. Dann auch Giftpfeile. Da sollten wir vielleicht mal auf Entdeckung gehen, so ein bisschen. Hab dich. Sauber. Dann sammeln wir mal, was das Zeug hält, nicht? Uralte Tafeln gefunden. Sauber, wir haben direkt alles geholt. Alles geholt. Und das richtig flink, wa? Finde ich gut. Goldaxt. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Und wo führt uns das denn hin? Ja, da. Okay. Ja, keine Bananen. Wir gehen mal nach da vorne. Dort ist ein unentdeckter Ort. Den will ich auf jeden Fall mal erkunden. Ja, das bisschen nehmen wir uns natürlich mit. Natürlich schade. Der Anführer wird uns so nicht angezeigt. Ich musste wirklich suchen, Freunde. Aber sobald wir den gefunden haben, machen wir den auf jeden Fall mal ganz schnell kalt. Dann sehen wir mal weiter. Ist doch alles kein Problem, war Ziege. Will er nicht. Ah. Gut, schwimmen wir. Die Schlachtfeldhöhle. Ja, wir tauchen mal runter. Ein Schatz und ein Rätsel. Ich hoffe, es geht mal bald wieder bergauf hier. Ja, ist alles cool. Sehr schön. Ja, das Gesteinzeug, das nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Eisen, Schwarzglas, Obsidianglas. Ist im Prinzip ja dasselbe. Ist dasselbe. Ja, pack ein, Junge. Pack ein. Aber wo ist der Schatz? Hier scheint auf jeden Fall nichts mehr zu sein. Ja, dann können wir mal zurückgehen, ne? Gehen wir mal hier rechts rum. Sehr gut. Nehmen wir mit. Das sieht doch gut aus, Leute. Das sieht doch gut aus. Her damit. Sehr schön. Ort wurde abgeschlossen. Eine Kleinigkeit nur am Rande. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall wieder ein Fragezeichen aufgedeckt, nicht? Ja, komm, ist gut. Schließen. Oh, das gibt uns wieder ein bisschen was. Ja, runter mit dir, Junge. Du kannst voll den Schlüpper sehen von dem Typen. Hätte ich mal die alte genommen. Ja. Egal. Gut. Icarus, komm mal her. Ich krieg langsam zu viel. Da ist er auf... Ach, guck mal. Da ist er doch. Habe ich den die ganze Zeit auf der Karte übersehen, oder was?
Kano der Krähenbote. Interessant, der Anführer hat sich aus der Stadt zurückgezogen. Die Leibwache des Anführers wird von seiner Seite weichen. Tja, Leute, dann hin da, ne? Wir machen mal jetzt erstmal da diesen, ne? Vogel klar da hinten und dann machen wir den Spastik halt. Phobos. Jawohl, mein Junge, komm her. Und wenn ich diese Türme erklimme, dann gibt. Das sind auch, sag. Checkpoints, ne? Ich kann dann jederzeit Schnellreise machen. Finde ich gut. Ella. Das ist ein Kopfgeldjäger, aber glücklicherweise jagen die mich nicht. Das ist also das Gesicht des Krieges. Ganz anders, als es dir geschickt. Die Metropolis Megara. Ich bin sicher, dass ich den Anführer hier finden kann. Alter. Das sind alles Athener. Ja, und ich doof stehe doch noch am Eingang. Komm schon. Okay, ich werde jetzt mal versuchen, wirklich unentdeckt und lautlos zum Türmchen zu gelangen, ja? Wir versuchen es mal. Und dann holen wir uns den Anführer. Ja, stehlen. Quest abgeschlossen. Ja, das war der letzte von den Athenern, die ich kalt machen musste. Sauber, Alter. Das hier ist ein Sperrgebiet. Ich mach's auch ganz schnell. Jetzt stirbst du. Ast rein. Sehr schön. Tempel des Apoll entdeckt. Ja, ja, ja. Die da am Eingang lasse ich jetzt mal so links liegen. Ich brauche dich nochmal, Ikarus. Du kannst mal alles aufdecken, was hier noch so Sache ist. Oh, ja. Haus des Anführers. Der ist aber nicht da drin, oder doch? Junge, Junge, das Haus werden wir auf jeden Fall jetzt mal besuchen. Das sind die Kriegsvorräte. Ja, ja, Befehlshaber ausschalten. Da oben ist ein Spasti. Den holen wir uns. Alles klar. Da wir hier die Seite schon mal ein bisschen frei gemacht haben, können wir ja eigentlich hier so durch, ne? Die schlafen da, die Spastis. Und der will auch pennen. Nein, der will nicht pennen. Doch. Ihr Vollpfosten, Alter. Seht mal, da liegt jemand. Anheuern wollte ich den. Genau. Wir haben wieder einen Bogenschützen. Stufe 9, Methodius. Methodius, ja, finde ich gut. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch mal ein paar Leute brauchen hin und wieder, nicht? Wo befindet sich die Truhe? Ist die unter Wasser? Denkbar nicht, wa? Zwei Schätze. Aber das sind diese zwei Schätze. Ich glaube, das zeigt... Ja, keine Ahnung. Das ist bestimmt weit weg. So, den doof hole ich mir jetzt mal. Steht aber ein bisschen scheiße. Oh, lieber hier durch. Ast rein. Das war der Befehlshaber. Minus 20 Startstärke. Ist
gefallen. Der kommt. Naja, der geht. Aber trotzdem. Zack. Heimlicher Kill. Sehr schön. So, wo ist jetzt diese Truhe? Da, ja. Einen Schatz von zwei. Sehr schön. Nice. Eins von drei. Das ist gut. Ich habe bessere Ausrüstung, als ich derzeit angelegt habe. Ja, da muss ich mal gucken. Und bei Schiff habe ich auch noch was. Dolche. Dolche habe ich aber nicht neu. Ich habe hier eine schwere Axt. Ich werde die auf jeden Fall bei Gelegenheit mal ausprobieren, aber das wäre mir jetzt zu langsam. Ne? Auch wenn die vielleicht sehr stark sein soll. Okay, der Bogen ist für den Arsch zerlegen. Den kann ich nicht zerlegen. Den muss ich mal verkaufen. Und wieder Dokumente. Die Sache müssen wir auch nochmal regeln hier, die ganzen Dokumente. So, Söldner. Nein, 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 nein. R2, nicht R1. So. Rokiale, die Tochter der Nyx. Hm. So ist das also. Ah, ja, 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 wir haben was Neues hier. Femios Boots, 3% maximaler Pfeilschaden, mal ändern. Ein blauer 4% durch Bootsleute verfügter Schaden. Anheuern. Kostet mich 147, ne? Also da hat man auf jeden Fall ein bisschen was, ne? Zuweisung aufheben. Sehr gut. Hier ist nichts. Da oben ist auf jeden Fall noch so Kriegsbeute. Und da ist noch eine Kiste, die ich noch gar nicht geholt habe. Damit hätten wir zwei Schätze von zwei. Das finde ich gut. Sind wir nicht total aus am Räubern hier. Habe ich keine Fackel oder was ist los? Ah, doch. Sehr schön. Zwei von drei. Wäre doch gelacht, Alter, dass wir das kriegen. Da ist auf jeden Fall eine antike Tafel, oder was? Ne? Dokumente, die nehme ich mir. Oh, sehr schön, das war das Rätsel. Jetzt haben wir noch die Kriegsvorräte. Gemahler, ne. Alles kleine Nebenaufgaben. Entschuldigung. So, wo ist jetzt der Spinner? Da hinten. Er hat noch was gefunden, ne? Ah, wir holen uns jetzt den Typen da hinten. Wird mir so nicht angezeigt. Ich muss hin und wieder mal gucken.
War vielleicht keine so gute Idee. Weil ich klaue das ja auch die ganze Zeit, ne? Bis es nachher wieder so weit ist, dass Kopfgeldjäger hinter mir her sind. Na, dann ist halt eben so, ne? Gut, jetzt sollten wir aufpassen. Entschuldigung. Ach, scheiß, was drauf kommt. Der Anführer besiegt. Sollte ich zu Stentor zurückkehren. Sehr schön. Oh, du kriegst erstmal einen Kick ab, Alter. Sauber. Nein, ich habe 3 Kopfgeldjäger hinter mir. Der läuft bei euch. Da ist auch schon einer. Ich sollte mal schnell hier diesen machen. Und ich war da oben noch nicht synchronisieren. Das muss ich auch noch machen. Wir haben auf jeden Fall die Mission geschafft, ne? Das war der Spinner. Nicht schlecht. Ich sprich mit dem blinden Mann, Prinz von Persien. Nur eine kleine Nebenmission. Für die Schule zeigt mir das auf jeden Fall an, wenn hier was ist. So, damit wir auch jederzeit wieder zurück können, ne? Mal so ganz fix. Werden wir mal schnell synchronisieren hier. Genießt den Anblick, Freunde. Sehr schön. Tagsüber wäre das wesentlich atemberaubend, ne? Denke ich mal. Ja, ich habe 3 Kopfgeldjäger hinter mir her. Das ist natürlich scheiße, ne? So ein bisschen. Quests. Die letzte Anstrengung. Nachdem er die Athena im Megaris geschwächt hatte, schloss sich Alexios den Spartanern in der Schlacht an, um die Region zu erobern. Es war Zeit, die blauen Banner durch rote zu ersetzen. Melde dich beim Stentor. Das machen wir auf jeden Fall. 450 Meter. Boah, Entschuldige. 450 Meter in diese Richtung, Freunde. Wir sehen uns vor Ort. Es sei denn, es passiert wieder irgendwas, ja? Bis gleich. Okay, Freunde, wir sind fast da, noch 70 Meter, hier ist der Strand, Entschuldigung, hier sind wir ja mal angekommen. Komm, ich steige mal lieber ab hier, bevor wir irgendeinen Scheiß bauen. Jetzt gehen wir mal Stentor besuchen. Ich glaube nicht, dass er uns jetzt schon zum Wolf durchlässt. Die Spartaner lassen uns in Ruhe, aber wir können die auch töten. So, Auftrag wurde erfüllt, Stentor. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldner. Ist doch was schön. Gibt es Neues? Der Athena-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Töten wir ein paar Athener? Es wurde auch Zeit, dass wir den Krieg nach Athen tragen. Ja, sie sollen den Zorn Spartas spüren. Komm, Kleos erwartet uns. Dafür wurde ich geboren. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Ich treffe dich dort. Oder ich bin bereit. Ich würde sagen, ich treffe dich dort, ne? Wir sehen uns beim Lager. Gut, aber verspäte dich nicht. Wir greifen bald an.
Ich wollte jetzt nicht direkt sagen, ich bin dabei, denn sonst hätte wahrscheinlich der Kampf sofort stattgefunden, Leute. Ich kann ihn aber vielleicht jederzeit, diese Eroberungsschlacht, jetzt da starten. Das werde ich aber in der nächsten Folge machen. So wie die Götter das eben wollen. Ne? Das weiß man ja nicht, was noch dazwischen kommt. Ne, könnt ihr immer was dazwischen kommen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug gefallen, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.